Im Brief von meinem Fenster steht Sebastian in der Rain. Er steht da täglich Stunden, ich kann ihn rauchen sehen. Er wartet da auf niemand, ich seh's an seinem Blick. Bloß versteht er da dann lange, steht da blutjung und schick. Der Kapotaste ist eindeutig falsch oben. Wo ist denn der Ernst mit seinem neumodischen Teil? Also das geht so voll auf. Aber blutjung und schick. Vielleicht weil er dich nur als den einen liebt. Hinter dem das viele liegt, bist du fürchterlich verängstigt. Aber Sebastian, never mind. Solange sich deine Situation in meine Richtung neigt. Und Steffen sieht das anders, er weiß davon Bescheid. Ja, alles ist besonders, alles und endlich weit. Wenn er so durch die Stadt fährt, ist ganz Berlin allein. 100.000 Strangers fallen auf ihn ein. Vielleicht weil es dich nur als den einen gibt. Hinter dem das viele liegt, bist du fürchterlich verängstigt. Aber Stefan, never mind, solange sich deine Situation in meine Richtung eilt. Und Thomas hatten wir ja schon, ich glaube es war 2006. Für ihn steht nichts mehr Veränderung, heute stehen die Zeichen auf Success. Er ist im Großen und Ganzen jetzt immer on the run. Er fängt im Großen und Ganzen täglich von vorne an. Vielleicht weil er dich nur als den einen liebt. Hinter dem das viele liegt, bist du fürchterlich verängstigt. Aber Thomas, never mind, solange sich deine Situation ach noch Christian, was soll ich sagen, Mr. Blum. Er ist mehr alleine als einsam. Er braucht Zeit, um auszuruhen. Wenn er so... Er ist in... Na, oh, spielt er gar nicht. Du weißt auch nicht mehr. Ja. Er ist im Großen... Nein, das ist der Thomas. Thomas ist im Großen und Ganzen. Ui. Und da wäre da... Ach, was grüßt ihn. Soll ich sagen, Mr. Blum? Er ist mehr allein als einsam. Er braucht die Zeit, um auszuruhen. Von den Troubles, die ihn beuteln. Durch den Tag und durch die Nacht.
Es folgt von einem Gierstick-Fangschiff. Hat er sich zum Loch gemacht? Vielleicht weil es dich nur als den einen gibt. Hinter dem, was viele liegt, bist du fürchterlich verängstigt. Aber Christian, hör doch mal, solange sich deine Situation in meine Richtung neigt. Thank you.